Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW The Wars of the Lich King, Folge 1. Und zwar habe ich mir gedacht, da ist im Moment etwas stagniert in BC. Ja, habe ich den, wie erwähnten Jäger, den wir etwas hochgestuft haben, damit wir quasi in Lich King starten können, schon hier geparkt. Und zwar in Sturmwind, weil mit Lich King ist damals der Hafen gekommen. Wurden die Burgen ein bisschen umgebaut. Hier im Zwergendistrikt wurde ein bisschen umgebaut. Im Handelsdistrikt. Und halt den Hafen haben sie dann dazu gebastelt. Und Sturmwind war hier noch nicht zerstört. Das kam mir erst damals mit Katan. Aber andere Geschichte. Und zwar damals, als der Hafen quasi kam, oder Lich King, war hier alles überlaufen. Das war sowas von voll hier. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe das zwar nicht direkt mit Release mitbekommen, erst ein paar Stunden später, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich nur Schule. Das heißt, ich musste erst zur Schule. Nach der Schule dann bin ich schon in den Media Markt gefahren, Collector's Edition gekauft, dann nach Hause. Und dann gespielt. Zum Glück. Ich glaube, es war ein Freitag oder so. Da haben wir nämlich das ganze Wochenende durchgezockt. Es war so richtig cool, muss ich sagen. Und dann die erste Fahrt auf dem Schiff. Sind wir erstmal rausgeflogen, weil es doch noch etwas geleckt hat. Aber gut. So kennt man das von WoW, ne? Neues Addon, viele, viele spielen wieder dann, gucken sich die neue Welt an, wollen mit Release dabei sein. Ja, und dann ne, ging es schon quasi los. Ich habe auch schon mal ein bisschen was eingestellt. Hier Bartender, geskillt habe ich. Die Skilltrees sind ähnlich. Wir sind bei Beastmaster geblieben. Hier ist auch dieser Herr der Tiere, wovon ich mal erzählt hatte, dass wir uns spezielle Tiere zähmen können. Ich glaube, wir haben noch gar nichts für Tiere, oder ich habe noch gar nichts für Tiere rausgezogen. Nein, da. Überleben Tierherrschaft. So, und zwar. Irgendwie fehlt was. Irgendwie fehlt was. Okay, da bin ich schon. Ich verlinke euch auch den Server. Hier ist Rising Gods. Mach ich alles. So, da. Ah, das war natürlich dann hier ist die Allianzfestung. Also im Prinzip durch die Hochstufung habe ich keine oder haben die keine Käste oder so gut geschrieben, sondern einfach nur den Charakter auf 75 hochgestuft. Bisschen Gold hat man bekommen. Und ja, das war es im Prinzip. Dadurch können wir hier direkt anfangen. Ich muss gerade Skalierung, da ist es 7. Ach, da ist die Leiste. Okay. Machen wir die Leiste 7 wieder. 1, zack. Reihen machen wir 12. Dann können wir das da dran pappen. Die Leiste 9, die habe ich nämlich gesucht. Skalieren. Das ist die falsche Leiste, habe ich angeklickt. Leiste 9. So. Mache ich die wieder hier drüber und gleite mal ein bisschen in die Mitte. So, Fahrzeugleiste ist auch da. Jetzt können wir nämlich die abhüpfen. Rufleiste können wir deaktiviert lassen. Erfahrungsleiste aktivieren. Pappen wir da drunter. Oh, können wir mal so loslassen. Und schließen. Verschließen.
schön. Hier, wie ihr seht, immer noch die ganzen Aspekte. Jetzt können wir quasi hier anfangen. Und zwar etwas größer als gewohnt, normal mit 70. Aber es kommt ja an, ne? Hier haben wir auch wieder TomTom. Berufe sind quasi geblieben, weil ich konnte mir einen aussuchen. Und dann haben wir uns entschieden für... Ja. Lederverarbeitung. Und Kirschnerei muss ich noch lernen, aber müssen wir wieder von vorne anfangen. Und zwar Inschriftenkunde wurde ja auch eingeführt, genau. Kochen. Wie geht's? Das können wir direkt auch mal lernen. So, hier. Angel können wir auch lernen. Vielleicht kriegen wir die Reitschildkröte. VZ, nein. Ups. Ich bin geehrt. Kräuterkunde auch nicht. Ich bin geehrt. Chemie auch nicht. Kann ich euch helfen? Es ist mir eine Ehre. Inchi auch nicht. Gleich haben wir sie alle durch. Juve. Seid gegrüßt. Schnell 3. Wahrscheinlich genau hier, wo wir als letztes einen Großmeister reden. Also sag ich jetzt was. Ja, möchte ich. So, und wir haben Erfolgspunkte. Zwar noch nicht so viele jetzt. Aktuell. Ich glaube, das sind das um die 2000 mittlerweile. Glaube ich. Nein, es sind etwas mehr. Es sind 2900. Errungene Erfolge. Ich glaube, das ist ein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann zwar nicht mehr als 2000 Erfolgspunkte bekommen, aber wie das genau berechnet wird, vielleicht sind das die Haupterfolgspunkte oder so? Keine Ahnung. Ich kann euch das nicht sagen. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch ein Messerchen. Oh, guck mal, Sachen. Weil wir können die eh noch nicht kirchnen. Weil die sind noch etwas zu groß, weil das ist noch nicht abwärts kompatibel, skalierbar, wie auch immer. Das heißt, wir müssen von 1 anfangen, beziehungsweise ich muss von 1 anfangen, Kirschner zu lernen. Was kann ich für euch tun? So. Grüße. Das Licht segne euch. Sieht ein bisschen aus wie damals in Katar, wo die Bastion des Zwielichts ist. Festung, aber ich glaube, das kommt daher, weil die... Ach so, gezammtes Pferd. Ich denke, was ist das denn? Aber wir haben ja Tiere. Hier brauchen wir die auch nicht mehr lernen beim Lehrer. Beim Lehrer brauchst du mir auch lernen. Aber ich glaube, nicht mehr alles möglich ist dabei. Und können wir hier schon fliegen? Oh ja, wir können hier schon fliegen. Ha. Und die Fluggeschwindigkeit von dem langsamen Greifen wurde erhöht auf 150%, nicht wie in BC auf 80. Hallo. Da wir schon ein paar Patches weiter sind, ist hier auch schon der Lich King da. Fort mit euch. Also im Prinzip könnten wir auf 80 hochleveln und so ein bisschen Ausrüstung durch Instanzen holen. Und dann könnten wir quasi direkt los in den... Nach ETC. Ja, wir nehmen die Quest da vorne noch mit. Ah, das ist so toll fliegen, ehrlich. Und noch ist die geheime Nachricht dran. Oh, wir müssen uns noch ein Pet erzählen. Fällt mir da so ein. Ja. Denn, wie ich merke, ist das dringend notwendig, weil wir sind ein ziemlicher Noob. Haben wir denn nur noch Fertigkeiten? Okay, das ist alles ausgeskurrt. So, parieren wir erstmal alles. Ping, ping. So. Ich
laufen wir schnell hier raus. Jetzt sehen wir uns zuerst im Bett. Das ist zu mörderisch. Das ist zu mörderisch. Und wie mir da so auffällt, wir haben nichts zu essen dabei. Was nehmen wir uns denn von dir? Töten. Das ist ja gar nicht das Problem. Was ist das? Wir können auch gut tanken. Nein, da. Tier füttern brauchen wir. Tier wiederbeleben brauchen wir. Tier heilen, ganz wichtig. Wildtierkunde. Tier zähmen. Freigeben. Und Tierofen. Wie ihr seht, haben wir noch keins. Also. Zähmbar exotisch. Genau, und da wir das herumgeskillt haben, geht das. So. Das ist ganz cool. Kriegen wir nicht so viel Arkschaden gleich. Ein bisschen lustig aus, ne? Und lieb uns. Ja. Dann haben wir direkt einen Geisterband. Ich glaube. Oh, hier gibt's auch Glyphen. Sturmangriff. Ausdauer, aber. Laden. Wachhund. War das das? Ja, das ist das, was ich meinte mit der Zufriedenheit. Was es im PC aber noch nicht gab, leider. Donnerstampfen. Wichtig. Stupide. Ducken lassen wir außen vor. Letztes Gefecht. Letztes Gefecht ist ganz cool. Ups. Kennt man ja vom Denk. Nehmen wir ein letztes Gefecht mit da rein. Den Ducken. Zack. Dann können wir das nicht auslösen. Da. Drei Punkte haben wir noch. Einschreiten. Einschreiten ist auch nicht verkehrt. So. Genau, und dann können wir nachher noch ein paar andere setzen. Aber als allererstes haben wir mal was weg, um zu gucken, wie gut. Gut, würde ich sagen. So, dann können wir den noch umbenennen. Nennen wir den wieder. Asmodis. So. Ja. Allerdings, was wir auch noch müssen, ist den Explorer. Begleiter. Erweitertes. Begleiter zufrieden. Ganz wichtig. Oh.
seht ihr, sind wir mit Steinfestdreck. Das ist so gut. Und von den Avik hat sich auch ein bisschen was getan. Hier kommen wir wieder das Level. Bis ich dann irgendwo mal wieder wieder weitermachen bei Katern, bei PC. Das ist nicht vergessen, das werden wir auch weiter durchziehen. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play The Lit Waters of the Lich King. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bleibt mir treu. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. In der Welt vom Lich King. Ja, würde ich sagen, bis dann zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ach, und das ist ein Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre auch cool. Und wenn nicht, dann nicht. Auf Wiedersehen.